Moin Leute, was geht? In diesem Video soll es noch einmal um den besten Sattel in Red Dead Online gehen. Dazu habe ich schon vor etwas längerer Zeit ein Video gemacht. Allerdings war ich da mit der Qualität nicht so zufrieden. Von daher habe ich das alte Video nochmals überarbeitet. Und fangen wir einfach mal gleich mit dem ersten Sattel an, nämlich mit dem Kopfgeldjäger-Sattel. Dieser sieht optisch ziemlich gut aus, muss ich wirklich zugeben. Gefällt mir auch persönlich. Allerdings, was will ich mit dem Sattel, wenn dieser wirklich teuer ist und dafür nicht mal der beste Sattel ist? Was jetzt Kernentleerungsrate und so angeht, ist dieser eigentlich ziemlich gut, genau wie die anderen Rollensättel. Zum Beispiel der Sammler-Sattel. Der kostet auch $525, genau wie die anderen Rollensättel. Und alle haben ungefähr die gleichen Werte, was jetzt Kernernährungsrate und so weiter angeht. Da ist jetzt nichts dabei, was jetzt irgendwie außergewöhnlich ist. Ist zwar besser als wie jetzt von den ganzen Standardsätteln. Allerdings gibt es wirklich den On-Top-Sattel. Dieser kommt natürlich am Ende vom Video. Mittlerweile gibt es ja auch noch beim Schwarzbrenner den Sattel und der kostet genauso viel wie die anderen Sättel und ist im Prinzip genau das gleiche, nur halt, dass dieser optisch ein bisschen anders aussieht. Da ist jetzt nichts Neues dabei. Dann die anderen Update-Sättel sehen optisch wirklich gut aus. Allerdings, was jetzt die ganzen Kernernährungsrate, Verbrauchstempo und sowas angeht, sind diese nicht so gut. Jetzt dieser Sattel hier, der gefällt mir persönlich, ist ziemlich schön, stylisch, richtig gut gemacht. Allerdings, ja, ist dort auch wieder das Problem, dass da die Werte nicht so sind, wie sie sein sollten. Ziemlich alle im Keller, alle rot, das ist nicht schön. Früher waren mal die besten Sättel wirklich diese Spezialsättel. Jetzt hier der Puma, Bären und was weiß ich nicht alles, was es da für Sättel gibt. Diese waren die teuersten Sättel, vor allem der Klapperschlangensattel mit seinen 20 Goldbarren. Für einen Sattel, das ist schon ja, ziemlich teuer. Dafür kriegst du ein ordentliches Pferd. Ja, es waren, wie gesagt, mal die besten Sättel. Mittlerweile gibt es halt bessere. Allerdings, optisch sehen diese eigentlich ziemlich gut aus. Sind ja auch außer Story übernommen worden. Diese konnte man sich dort nämlich herstellen. Beim Trapper und hier halt für teuer Geld oder Gold kaufen. Natürlich kann man sich diese jetzt mit oder jetzt momentan immer noch kaufen. Sind so ja ziemlich gute Sättel. Wem es jetzt zum Beispiel optisch gefällt, kann sich diese meinetwegen gerne holen. Sage ich nichts dagegen. Allerdings gibt es ja einen Sattel, der die ganzen anderen Sättel natürlich übertrifft. Aber wenn euch zum Beispiel der Klapperschlangensattel zusagt, holt ihn euch. Kommen wir einfach mal zum besten Sattel im ganzen Spiel. Und das ist der Nacogdoches Sattel. Warum dieser Sattel der beste ist? Dieser kostet ungefähr genauso viel wie diese Rollensättel. Sieht optisch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Mir persönlich gefällt dieser sehr, sehr gut. Ja. Aber die Optik ist ja nicht alles. Was jetzt seine Werte angeht, diese sind einfach mal übelst Premium. Was jetzt Kernentleerungsrate und sowas angeht, die sind eigentlich mehr oder weniger uninteressant, da diese einfach ausgeglichen werden können, indem ihr euer Pferd einfach mal was zu essen gebt. Dann sind die Kerne voll und damit habt ihr auch kein Problem mehr. Was jetzt das Schöne an diesem Sattel ist, ist einfach mal das Verbrauchstempo. Denn dieses ist einfach mal hier bei minus 35% und das ist ziemlich, ziemlich gut. Das hat, soweit ich weiß, kein anderer Sattel und das ist einfach mal nur das, was jetzt der Sattel alleine bringt. Aber man kann natürlich den Sattel noch aufwerten. Dazu erstmal kaufen. Nebenbei zu empfehlen sind die Satteltaschen und dort die verbesserten.
Denn damit könnt ihr mehr Material bzw. Klamotten, Hüte und sowas mitnehmen. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch, wenn ihr jetzt mehrere Outfits habt, die euch gefallen, könnt ihr diese da einfach verstauen und fertig ist es. Allerdings ist das ja nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern die Steigbügel. Diese sind nämlich entscheidend, denn dort geht auch noch das Verbrauchstempo nochmals weiter in den Minusbereich. Und je teurer die Steigbügel sind, desto besser ist es für euch. Denn ihr seht jetzt schon, wir sind bei Verbrauchstempo minus 15%. Und das ist gerade mal bei der knapp 60 Dollar Variante. Und das geht natürlich noch weiter. Nebenbei sieht man auch, dass jetzt bei der Geschwindigkeit und der Beschleunigung noch hier der goldene Punkt dazu kommt. Und bei 126 Dollar habt ihr dann auch noch 2 Punkte und seid auch bei minus 35%. Allerdings ist das ja noch nicht alles. Es gibt ja noch die Variante für 144 Dollar und das ist einfach mal die teuerste Variante. Dort habt ihr Verbrauchstempo minus 50. Und das ist so gut wie gar nichts. Wenn ihr jetzt reitet, ihr verbraucht so gut wie keine Ausdauer und das ist einfach mal Premium. Wenn ihr euch das Pferd jetzt von draußen anguckt, werdet ihr, wenn ihr euch die Info anzeigen lasst, feststellen, dass ihr bei Beschleunigung und Geschwindigkeit 3 von den gelben Punkten habt. Das liegt daran, dass im Stall ein kleiner Anzeigebug ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Ist zwar nur ein Remake von meinem ersten Sattelvideo, allerdings habe ich mich jetzt hier ein bisschen kürzer befasst. Es ist einfach wirklich Premium, dass man beim Nako Dodge Sattel einfach mal wirklich so gut wie gar keine Ausdauer verliert. Das ist wirklich übelst krass, damit könnt ihr über die ganze Karte rennen, ohne Ausdauer zu verlieren, so gefühlt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.